Die heile Welt. Wahrscheinlich idealisieren wir die Situation oder das Leben von manchen Menschen, die wir beneiden, oder von Menschen, die wir nachahmen oder wo wir sein wollen wie diese. Wir sehen nur die Schokoladenseite, beziehungsweise wir picken uns nur das heraus, was uns erstrebenswert erscheint. Unsere Idealvorstellungen kommen vielleicht aus unserer Kindheit und wir beziehen sie aus den Medien. Wir haben ein bestimmtes Bild entwickelt, wie es sein sollte oder sein könnte, und wir sind unzufrieden mit unserer eigenen Situation. Aber es sollte uns klar sein, dass diese heile Weltgeschichten, die uns vorgegaukelt wurden, die wir im Kopf haben, eine Illusion sind. Sie zeigen nicht die Realität, sondern sie sind nur ein Schein oder sie sind nur ein Ausschnitt, der die Sonnenzeiten zeigt. Die Realität des Lebens ist nicht so, wie sie in den Geschichten dargestellt wird. Auch nicht in den Geschichten, die uns vielleicht in unserer Kindheit erzählt worden sind oder die unsere Eltern erzählen oder erzählt haben. Manche Geschichten sind kompletter Schwachsinn und führen uns eher in die Irre. Wir müssen unseren eigenen Weg finden und unseren eigenen Weg gehen. Die heile Welt. Wahrscheinlich idealisieren wir die Situation oder das Leben von manchen Menschen, die wir beneiden, oder von Menschen, die wir nachahmen oder wo wir sein wollen wie diese. Wir sehen nur die Schokoladenseite, beziehungsweise wir picken uns nur das heraus, was uns erstrebenswert erscheint. Unsere Idealvorstellungen kommen vielleicht aus unserer Kindheit und wir beziehen sie aus den Medien. Wir haben ein bestimmtes Bild entwickelt, wie es sein sollte oder sein könnte, und wir sind unzufrieden mit unserer eigenen Situation. Aber es sollte uns klar sein, dass diese heile Weltgeschichten, die uns vorgegaukelt wurden, die wir im Kopf haben, eine Illusion sind. Sie zeigen nicht die Realität, sondern sie sind nur ein Schein oder sie sind nur ein Ausschnitt, der die Sonnenzeiten zeigt. Die Realität des Lebens ist nicht so, wie sie in den Geschichten dargestellt wird. Auch nicht in den Geschichten, die uns vielleicht in unserer Kindheit erzählt worden sind oder die unsere Eltern erzählen oder erzählt haben. Manche Geschichten sind kompletter Schwachsinn und führen uns